Man könnte natürlich ausprobieren, hier mal den Bogen zu ziehen. Und hier mal gegen zu schießen mit dem Pfeil, gegen dieses Ding. Aber wir brauchen andere Pfeile. Also das ist Verschwendung. So, hier so, so zum Beispiel. Habe ich das jetzt gesteuert? Ich glaube nicht, ne? Also ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen muss, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht, ne? Wir sind reingekommen. Vielleicht hilft mir die Quest nochmal. Warte mal, lass mich mal ganz kurz in die Quest gucken. Ich hoffe, ihr habt alle gut ausgeschlafen. Ich habe übelst, ich will nicht sagen verschlafen, aber boah, habe ich schön lange geschlafen heute. Ich bin noch ganz müde. Ich hoffe, ihr seid nicht so müde wie ich. So, wollen wir mal gucken. Und zwar, Varna Boris, genau, das ist er. Es ist dir gelungen, die vier Beine von Varna Boris kurzzeitig zu lähmen und so die Verteidigung zu überwinden. Begib dich nun ins Innere des Titanen und bringe den Kampf zu Ende. Ja. Emira ist auch auf meiner Hitlist. Ich weiß, habe ich gesehen. Krass, oder? Ja, das ist schon verrückt, ne? Habe ich auch völlig vergessen, dass es so ein Recap, so eine E-Mail überhaupt gibt. Letztes Jahr habe ich ja auch eine bekommen, aber... Habe ich völlig vergessen, dass es die gibt. Was ist denn das hier überhaupt? So, ich gehe noch mal kurz ran. Kurz gucken. Schickerstein erkannt. Guten Morgen, Estley. Hi. Steuerungseinheit kann nach Lösen aller Kontrollsiegel hochgefahren werden. Ja, ich muss das Ding steuern. Und die Kontrollsiegel sind ja die, die Punkte, die hier markiert sind. Ich weiß aber nicht, wie wir die lösen, ehrlich gesagt. Ich habe keine Ahnung. Wir stolpern hier blind wie ein Hühnchen durch die Gegend. Hey, Carina, moin. Wie geht's dir stets? Ich leg das nochmal... Nee, hier geht's nicht mehr drauf. Ach, guck mal, hier ist noch irgendwas. Wir haben auch hier verschiedene... Alter, das gibt's doch gar nicht. Carina haut einen Prime-Sub raus. Und der Alert geht irgendwie nicht an. Ich weiß gar nicht, warum. Jetzt kommt er. Ach, ich hab's vorher schon im Chat gelesen. Oh Gott. Carina, boah, ist das lieb von dir. Vielen, vielen Dank. Das ist nett von dir. Dankeschön. Womit habe ich das denn verdient? Oh, welches Schwert. Dankeschön. Also wir haben hier ja jetzt so eine komische Flüssigkeit, ne? Damit steuern wir das Ding wahrscheinlich. Was ist das hier? Ein Holzpfeil. Damit steuern wir das Ding wahrscheinlich. Ich weiß aber nicht, wie wir... Ich weiß absolut nicht, was wir machen müssen. Vielleicht müssen wir auch einfach nochmal ein bisschen erkunden. Guck mal hier, was ist das hier zum Beispiel? Da ist eine verschlossene Türe. Das sieht so aus, als könnte man das irgendwie aufsprengen, oder? Wir können ja mal gucken. Aber ich weiß nicht, ob ich da jemals reinkomme, Leute, ganz ehrlich. Was machen wir jetzt hier am besten? Ich gucke mal, ob was hier irgendwie mit Magneten geht. Schon mal gar nichts gut. Mit der Bombe vielleicht. Müsste ich dann wahrscheinlich im Flug werfen und dann direkt zünden. Ha! Leute, hast du das gesehen? Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommen wir da rein? Wie kommen wir denn da rein, um Gottes Willen? Mir ging es gestern nicht gut und ich habe mir einfach 13 Folgen Zelda reingezogen. Das ist nicht dein Ernst. Carina, 13 Folgen? Das ist ja ein Viertel. Das ist ja ein Viertel. Das ist ja krass. Ehrlich? Und dann hast du immer noch nicht die Schnauze voll gehabt von meiner Stimme, oder was? Von meiner nervigen, penetranten Stimme? Heftig. Vielleicht jetzt so durchschießen. Ja, pass auf. Also ich versuche jetzt da mal durchzusegeln von hier oben. Ach, guck mal, da hinten ist auch noch was, was verschüttet. Also wir müssen mal gucken, vielleicht kommen wir auch hier irgendwie... Hier ist nämlich die Wand. So. Wir müssen da irgendwie hochkommen. Da komme ich auch hoch. Von der anderen Seite nämlich. Ja, das ist doch... Dann segle ich da rein. Das ist der Plan. Warte mal, ich segle mal hier rüber. Den ganzen Tag auf der Couch gegammelt und Zelda geguckt. Och, Carina, ich hoffe, es hat dir den Tag ein bisschen versüßt, wenn du gestern so einen scheiß Tag hattest, ne? Eieieiei. Oh nein, oh nein! Ich hab den falschen Knopf gedrückt. Oh, ich bin der größte Kacknoob in diesem Spiel. Das gibt's doch gar nicht. Okay, nochmal von vorne. So, jetzt wird's hier aber langsam voll im Chat. Wen habe ich denn vergessen? Also, Sapse ist mit da. Einen wunderschönen guten Morgen, Sapse. Esclay habe ich schon vorgelesen. Nochmal hallo. Bench ist mit am Start. Hallo, Ben, grüß dich. Bartonkel hat sich hier reingeschlichen. War auch lange nicht mehr da. Hallo, Bartonkel. Moin. Und Chandra ist auch noch mit dabei. Grüßt euch. So, jetzt nochmal. Oh ja, wir haben es geschafft. Okay, hier ist eine epische Kiste.
Gott sei Dank, beim zweiten Versuch gleich. Richtig gut. Lass ja morgen für deinen Kummer sorgen. Und lass ja morgen bringt Müdigkeit und irgendwas anderes, was sich darauf noch reimt. Antike Feder. Na toll. Das war jetzt nicht so geil hier. Also hier war irgendwie nur eine Kiste. Da oben ist ein Auge. Ja, guck dir das mal an. Da müssen wir gegen schießen, glaube ich. Aber das ist, glaube ich, zu weit weg, ne? Oh, nee, ist nicht so weit weg. Ich habe extra ein bisschen höher gezielt, aber muss ich gar nicht. Und jetzt geht der Schleim nämlich weg, guck mal. Und jetzt ist auch die Kiste freigegeben. Oh, Leute. So langsam, aber sicher. Wir sind dem Rätsel auf der Spur. Auf der anderen Seite ist ja auch noch etwas, wo man eine Bombe hinlegen kann, ne? Und da hast du schon viel gefunden heute Morgen. Nee, noch gar nicht, Alter. Wir haben gerade erst angefangen. Ich habe eigentlich noch gar nichts gefunden. Ich habe nur herausgefunden, dass wir diese Tür da hinten mit einer Bombe kaputt machen konnten. Und hier diese Tür nehme ich auch. Und das machen wir jetzt. So, nein! Ah, oh, oh, uff. Okay, alles klar. Wir müssen da irgendwie nur hinkommen. Schwierig, schwierig. Okay, alles klar. Dann lege ich da mal eine Bombe hin. Wir nehmen aber diesmal nicht die... Ach komm, wir nehmen die Runde. Scheiße, ist ja egal. So, ich werfe die mal hin. Okay, wir werfen nochmal. Haben wir nicht weit genug geworfen? So. Okay, hier kommen wir also auch rein. Wir dürfen gleich die Kiste... Oh, da ist ja auch noch eine Kiste. Wie viele Kisten? So, was ist hier los? Ja gut, hier waren wir schon mal, ne? Das bringt uns jetzt auch nicht weiter irgendwie. Vielleicht gibt es hier irgendwo so ein komisches Auge, das wir kaputt machen müssen. Also im Endeffekt habe ich noch gar nichts gefunden heute. Außer halt eben hier diese Mechanik, das Ding kaputt zu machen. So, pass mal auf. Ich nehme mal jetzt hier, machen wir das am geschicktesten. Ich segel da mal kurz rüber. Guck mal, da oben ist auch noch irgendwie ein Vorsprung. Ist da noch eine Kiste oder was? Schwierig. So, von hier aus kommen wir, glaube ich, schon an die Kisten ran. Dann nehmen wir mal unseren Magneten. So, ah, da komme ich nicht ran, ne? Schaffe ich von da aus nicht. Wie komme ich denn da am besten hin? Vielleicht muss ich doch hier... Oh, da liegt ein Pfeil. Den müssen wir uns gleich nochmal holen. Vielleicht doch von hier aus. Also, ich kann das nicht rausholen. Wenn das wirklich eine Kiste ist... Die ist da reingewachsen oder so. Okay, das bringt uns erstmal nicht weiter. Wir kommen da wahrscheinlich auch erstmal nicht hoch. Eieieiei, so den Pfeil wieder gleich mitnehmen. Hallo Nelly, einen wunderschönen guten Morgen. Hallöchen. Eieieiei. So, da kommen wir auch nicht hoch. Da hinten ist irgendwie so eine Steuerungseinheit hinter dem Knubbel. Da weiß ich aber auch nicht genau, wie das funktioniert. So, also wir haben ja diese ganzen Gittertüren, ne? Die müssen wir halt irgendwie aufkriegen. Und wir haben auch hier unten diesen grünen komischen Streifen. Oh, wie das funktioniert, weiß ich ehrlich gesagt auch noch nicht. Wahrscheinlich ist das dafür da, um das Tier nachher zu steuern. Dieses epische Wüstenkamel, das kann natürlich sein. Aber da hinten, waren wir da schon drauf auf diesem Vorsprung? Können wir da hin... Aber ich glaube nicht, dass ich da hinspringen kann. Das ist ganz schön weit weg. Ja, da ist halt eine Kiste. Könnten wir die anvisieren? Auch nicht. Warum eigentlich? Warum können wir hier nichts mehr... Kisten sind einfach nicht magnetisch, ne? Wie kriegen wir diese verdammten Türen auf hier? Diese Zäune. Vielleicht irgendwie mit so einer Art... Ich weiß es nicht. So, ich versuche da mal rüber zu springen. Das wird aber, glaube ich, nicht klappen. Nee, das funktioniert das nicht. Wir brauchen einen höheren Punkt, in dem wir dann darunter segeln könnten. So. Zum Beispiel von hier. Guck mal, das ist ein Ticken höher, oder? Oder täuscht das? Das ist genauso hoch. Das ist genauso hoch. Man kann auch einfach hier durchlaufen. Das geht natürlich auch. So. Sehr gut, haben wir uns wieder mal ein bisschen was gespart. Jetzt sind wir hier. Kann man von hier aus jetzt irgendwo hin segeln? Auch nicht, ne? Da unten ist noch eine offene Tür, da können wir auch noch mal... Hier sind die Siegel, wir sollen irgendwelche Siegel brechen. Ich geh noch mal hier runter, da waren wir lange nicht mehr. Okay, sind wir hier gespawnt eigentlich? Nee,
Hier unten geht es noch weiter. Wir gucken uns alles nochmal an. So, da geht es ganz runter. Da wollen wir nicht hin. Da fallen wir nämlich. Die Beinchen bewegen sich schon schön. Hallo Neo, einen wunderschönen guten Morgen. Hier ist noch überall dieser komische Ekelschleim. Und hier ist noch eine Chica-Konsole. Das war aber nur dafür da, den Schnellreisepunkt freizuschalten. So. Wow, guck mal hier. Hier könnte man noch mal gucken, was hier noch abgeht. Nix. Leider nix. Die Füße leuchten auch so schön. Da kann man bestimmt irgendwas mitmachen noch später, aber... Wir gucken jetzt mal hier auf den Knubbeln. Ich meine, wenn wir runterfallen, ist ja nicht so schlimm. Wir können ja wieder herporten zur Not. So. Und hier sehe ich auch nichts. Wir haben natürlich noch zwei andere Beinchen. Plaschi, einen wunderschönen guten Morgen. Kaffee ist einfach das Beste, ne? So, wie sieht es hier aus? Hier kann es auch nichts machen. Also irgendwie befinden wir uns gerade in einer Art Zwickmühle. Hochklettern können wir hier auch nirgends. Wir haben ja dieses grüne Ding. Was hat das denn mit diesem grünen Ding auf sich? Wahrscheinlich kann ich dieses grüne Ding benutzen, wenn ich die Konsole benutze, die sich nämlich da drüber befindet. So, das ist ja gut zu wissen. Aber ich muss dafür irgendwelche Knoten lösen. Wo diese Knoten sind, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Schöne Fallout-Taste. Ey, Digga, die habe ich mir selber ausgedruckt, ne? Sowas gibt's gar nicht. Das ist ein Unikat. Ja? Das ist ein Unikat. Selbst ausgedruckt. Ist natürlich noch ein bisschen grünlicher, aber wegen Greenscreen und so sieht man das nicht so gut. Das ist so meine Pause. Meine Pausetaste. Hallo, Duellspieler. Guten Morgen. Ich versuch's nochmal. Chica-Stein erkannt. Steuerungseinheit kann nur nach Lösen aller Kontrollsiege hoch... Aber das sind doch die... Wo sind denn diese Kontrollsiege, Mensch? Wie kann ich die denn lösen? Kontrollsiegel. Das sind halt die hier, die Punkte. Die Punkte sind die Kontrollsiegel. Wir sind relativ weit oben im Kamel. Oder nee, wir sind ganz unten im Kamel. Und was ist das hier überhaupt? Was ist das für ein komischer Punkt? Kann ich da nicht reinzoomen irgendwie? Nee. Was sind das denn für Punkte? Aha. Aha. Was passiert denn hier? Kann ich das gerade drehen? Probier das mal. Was passiert hier? Was habe ich gemacht? Jetzt habe ich es komplett kaputt gemacht, ne? Bruder, Schwester! Was ist hier los? Okay, alles klar. Wir haben jetzt alles gedreht. Cool. Vielleicht kann ich jetzt hier irgendwas machen. So. Also da kommen wir auf jeden Fall immer noch nicht ran. Da ist noch diese Kiste. So, jetzt wollen wir uns das mal angucken. Wie wir das drehen müssen. Den mittleren, den drehe ich noch eins weiter. Weil, dann komme ich an die Kiste ran. So, pass mal auf. So. Warte mal, wie war das denn jetzt? Wie ging das denn? Ja, genau so rum. Okay, los geht's. Ich glaube, ich muss noch einen weiter drehen, den mittleren. Ja, dann ist er wieder auf der anderen Seite. Das bringt mir auch nichts. Wir müssen ihn noch einen weiter drehen irgendwie. Ich weiß nicht, aber wir kriegen den irgendwie nicht runter. Hier ist auch so ein komisches, verdächtiges Loch, ne? So. Ich,
würde gerne weitermachen, aber ich muss aufs Klo. Ne? Wir sehen uns gleich wieder, Leute. Ich mache euch ein bisschen coole Mucke an. Bis gleich. Und damit einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zurück. Es geht weiter. Hallo, Gility Fox. Ist das richtig ausgesprochen? Grüß dich. Einen wunderschönen guten Morgen. Esler ist ein bisschen im Stress, muss eine Stunde früher anfangen. Weil vorher die Kleine in die Kita, meinst du, oder? Eieieiei. Hat den Trödelgang eingelegt. Ja, das ist natürlich ein bisschen doof jetzt. Ja, gut. Sind die Kisten sehr wichtig? Nee, sind sie nicht. Ich glaube nicht, dass die wichtig sind. So, wir haben jetzt hier ein bisschen rumgedreht. Ich will mal nur ein bisschen mal schauen, was wir hier gemacht haben, ne? So, also, das Ding, da kommen wir immer noch nicht rein. Da ist natürlich eine Steuerungseinheit drin, die würde ich gerne zerstören. Allerdings kommen wir da so nirgends drauf. Beziehungsweise könnten wir, warte mal... Hier, das hier ist quasi ein Ring, der bewegt sich nicht. Das heißt, wir kommen eigentlich immer hier hoch. Von hier aus können wir natürlich überall hinsegeln, wo wir hinsegeln wollen. Aber dieses Ding im Käfig, wir kommen da irgendwie noch nicht rein. Da müssen wir uns mal überlegen, wie wir das noch hinbekommen. Die Kisten sind, glaube ich, nicht so wichtig, aber... Metal Car, ist denn das die Möglichkeit? Vielen Dank, Metal Car. Guten Morgen zusammen. Oh, sweet, dankeschön. Und Marcel lässt auch noch ein Follow da, Marcel. Vielen Dank und hallo. Was ist denn jetzt los? Ich mach gar nichts. Ich versuche hier einfach nur am Rad zu drehen. Aber irgendwie. Wird das mit Subs und Followern belohnt? Voll gut. Dankeschön, Marcel. Dankeschön, Metal Car. So, pass auf. Also von hier aus haben wir einen perfekten Überblick und können das alles... Ach nee, warte mal, da wo ich bin, das können wir auch drehen, ne? So, lass uns mal kurz ein bisschen... Na, was geht? Ein bisschen gucken, wie wir das machen könnten. Also so, dass... Also diese Konstruktion, so wie sie jetzt ist, das bringt ja niemanden weiter, ne? Das bringt ja niemanden weiter. Ich werde nochmal... Ich drehe jetzt nochmal. So, und zwar... Stelle ich mich dafür aber hier hin. So, einmal hier hoch, dann haben wir die Übersicht. Okay, also, wie machen wir das am besten?
Da ist ein Loch. Da hinten ist auch, das ist verschlossen. Ich habe keine Ahnung, ne? Ich drehe jetzt einfach mal hier rum. Huch, was ist denn das? Ich wollte es gar nicht anklicken. So, und dann gucken wir mal, was passiert, ne? Jetzt ist das Ding auf der anderen Seite. Und jetzt kommen wir da rein, da sicher. Ja, na sicher. Jetzt müssen wir nur noch die mittleren drehen und dann haben wir es doch schon geschafft. Ja, na klar. Och, ich liebe mein Leben. Wir müssen noch mal drehen. Wir müssen doch, das reicht noch nicht. Wir müssen doch zweimal noch. So. Jetzt kommen wir da rein. Natürlich. Ich habe das Rätsel geknackt, dieses verdammte Rätsel. So. Kann mich eigentlich schon mal hier in das Loch reinstellen. Dann werden wir gleich nach oben katapultiert. Genau da, wo wir hin müssen. Ach, ist das nicht wunderschön. Jetzt kommen wir nämlich hier rein an diesen Steuerungsknoten. Aber was ich jetzt damit machen soll, ich weiß, ich muss das irgendwie zerstören, ne? Oh nein! Ach so, aber wir sind jetzt hier drin. Wir müssen das noch einmal drehen. Ich hoffe, wir kommen hier jemals wieder raus. Das ist das Problem. Weißt du, wenn ich das jetzt zweimal drehe, dann habe ich vergessen, wie rum das muss. Also nochmal von vorne. Also so. Dann drehe ich den jetzt einmal. In die Richtung ist richtig. Da müssen wir dann aber auch gleich wieder zurückdrehen. Sonst kommen wir hier nie wieder raus. Ich hoffe, das explodiert jetzt nicht. Chica-Stein wurde erkannt. Hier Kontrollsiegel. Auf dich ist Verlass. Sehr gut. Jetzt haben wir schon ein Kontrollsiegel schon vernichtet. Jetzt müssen wir hier irgendwie wieder rauskommen. Wir sind jetzt hier gefangen in dieser Box drin. Ne? Wenn uns jetzt einer den Schlüssel wegnimmt, dann haben wir ein richtiges Problem. Hallo? Warum bewegt sich das nicht? Nein, ich habe das Falsche gedrückt, glaube ich. Ach du Scheiße. Wo bin ich denn? Hier bin ich. Da muss ich drücken. Ist das jetzt richtig rum? Oh fuck, jetzt ist hier zu, oder? Komme ich hier jetzt irgendwie raus? Nein! Ich glaube, es funktioniert. Warte mal, ich glaube, der dockt gleich richtig an. Ja, oh, schnell weg hier. Schnell weg hier. So, das erste aber gelöst. Meine Güte, meine Güte. Was ist denn das für eine verdächtige Mauer? Kann ich die auch sprengen? Wahrscheinlich nicht, ne? Da muss ich dann gleich nochmal das Ding bewegen. Kommen wir hier sonst irgendwie raus? Nee. Da kommen wir auch nicht raus. Okay, Steuereinheit Nummer 1 ist erledigt. Also wir werden hier heute häufig drehen, ne? Das ist halt... Es ist, wie es ist. So. Knubbelpups. Kolatastisch ist auch da. Leute, grüßt euch. Ich war gerade auf dem Klo, Alter. Da kannst du ja nicht erwarten, dass ich da alles lese. Wie geht's euch? Agility Fox, vielen Dank für den Follow. Dankeschön. So. Gucken wir uns das mal ganz kurz an. Wo ist denn Oh, Scheiße. Ja, das war's, Leute. Meine Dampfe ist weg. Meine Dampfe ist verschwunden. So, jetzt sind wir hier. Wo ist denn eigentlich der nächste Punkt? Der nächste Punkt ist ganz oben. Ja, ist jetzt die Frage, wie kommen wir da oben rein, ne? Hier, guck mal hier. Das ist... Da hoch möchte ich. Wenn ich jetzt das nochmal drehe, dann könnten wir eventuell tatsächlich... So, ich mach das einfach mal jetzt. So. Dann springen wir ab. So, hier waren wir nämlich noch nie. Noch nie nicht. Jetzt sind wir hier. Ein ganz neues Gebiet. Kann sein, dass wir hier Gegner treffen oder so. Was ist denn das hier? Schon wieder ein Rätsel. Das ist doch schon wieder ein Rätsel, Leute. Was wir hier machen können, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wir sind jetzt auf den Kopf der Bestie. Irgendwie. Ach, was ist denn das hier? Ja, schau mal einen an. Da müssen wir irgendwas mitmachen. Aber das ist, glaube ich, für später. Da können wir noch nichts... Können wir noch nichts machen. Da müssen wir erstmal den Strom irgendwie anmachen. Beziehungsweise... Können wir den doch schon anmachen, den Strom. Warte mal. Und zwar, wenn wir den hier bewegen...
So. Also, was ist denn hier los? So, einmal, zweimal. So, so ist gut. Da müsste hier eigentlich gleich der Strom angehen, oder? Wow, are you German? I have a book full German words. Hi, Luca. It's true. Guck mal, jetzt müsste hier eigentlich das Ding angehen. Geht's aber nicht. Es geht nicht an. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Ach, guck mal, hier kommt's an. Da kommt die gelbe Flüssigkeit, kommt hier auf jeden Fall schon mal an. Wir müssen die hier irgendwie runterpumpen. Aber ich kann das auch nicht bewegen. Wie können wir das bewegen? Wahrscheinlich durch eine andere Steuerungsmechanik, die sich mir jetzt noch nicht erschließt irgendwie. Ich glaube, das geht einfach noch nicht. Warte mal, ist das eine Leiter? Oh, ja, lass ich ja. Alter, guck mal. Was ich alles finde hier auf meinen Reisen. Sehr schön. Ah ja, jetzt haben wir hier natürlich ein bisschen... Aua, aua. Jetzt haben wir hier ein bisschen gewurschtelt. Das kriegen wir so natürlich jetzt nicht kaputt, diesen Schleim, oder? Wir brauchen dann ein Auge, auf das wir schießen können. Wie kommen wir denn da rein, Leute? Weiß es ehrlich gesagt nicht. Wir kriegen den Schleim nicht weg. Wir müssen da erst irgendwie auf ein Auge schießen. Ich sehe aber hier auch kein Auge, auf das wir schießen können. Weißt du, diese Augen sind ja so ganz kleine schleimige Dinger. Das sind die Boss. Die Boss-Schleimwurzeln. Nenne ich sie jetzt einfach mal. Und die müssen wir irgendwie vernichten. Aber frag mich nicht wie. Frag mich nicht wie. Moin Riley Payne, grüß dich. Tja. Gut, also, das ist schön, dass wir uns das angeguckt haben. Aber hier kommen wir jetzt erstmal nicht weiter. Können wir denn das hier irgendwie... Können wir nicht verbinden, ne? Wir müssen auf jeden Fall noch höher kommen irgendwie. Wir sind irgendwie noch so auf so einer Stufe, die relativ weit... Ah, wir könnten da jetzt natürlich rübersegeln und die Kiste aufmachen, ne? Bringt uns das was? Ich mach das einfach mal. Wer weiß, wer weiß. Auf jeden Fall haben wir schon mal eine Kiste, ne? Auf jeden Fall haben wir schon mal eine Kiste. Voll gut. Hallo XYZ, guten Morgen. Eine antike Achse. Ja, wow. Ja, wow. Ich drehe das jetzt nochmal. Dann müsste die andere Kiste hier auch bald landen, glaube ich, ne? Pass mal auf. So. Jetzt drehe ich den mittleren, glaube ich. Zweimal. So. Ach fuck, dann ist die Kiste ja auf der anderen Seite, glaube ich, ne? Ist egal. Es ist in Ordnung. Mahlzeit. Dann die Frage, wie wir da rüberkommen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe keine. Warum ist denn jetzt die da oben, die Kiste? Hallo? Hallo? Nein. So, wo haben wir denn hier eigentlich noch... Da oben ist noch ein offenes Loch, ne? Wie kommen wir da noch hoch, Säule? Wie sollen wir da noch hochkommen? Ich schwebe mal kurz hier rüber. Nein! Nein! Nein, alles ist verloren. So, ich gehe hier nochmal hoch. Jetzt kommen wir da natürlich wieder nicht hin. Ich muss nochmal den drehen hier. Glaube ich. So. Ach, guck mal, jetzt ist da natürlich das offene Loch. Vielleicht ist das schon ganz gut, was wir da jetzt gemacht haben. Ich weiß es nicht. Müssen wir mal schauen. Aber ich glaube, so war das ursprünglich auch schon, oder? Bin mir nicht ganz sicher. So. Ich glaube, hier waren wir nämlich schon öfters mal hier draußen. Ja, hier ist natürlich auch noch eine Schleimspur. Aber die bringt uns jetzt auch irgendwie nichts. Wir könnten aber jetzt mal versuchen, das Äußere zu bewegen, was, wie sich das dann verändert. Okay. Ich drück nochmal. Mal sehen, was passiert. Hallo? Du musst auch mal hier einloggen. Ach, das dreht sich schon. Ach, das dreht sich nur innen drin und nicht draußen. Hallo Retro, einen wunderschönen guten Morgen. Ich heiße Luca. Sehr gut, Luca. Ist zurzeit alles schick. Wir sind hier übelst am Abrätseln gerade.
Ach, guck mal, jetzt bewegt sich das Ding. Warum das denn? Was habe ich denn hier gemacht? Ich habe unbewusst irgendein Rätsel gelöst.